Wer wartet auf die Fortsetzung von Hollow Knight? Für den könnte ich tatsächlich was haben. Lost Zockers. Da sind wir wieder zu einer neuen Runde Lost Zockers. Und Hollow Knight, das war ein richtiger Erfolg. Ein Metroidvania mit einem, ja, richtig coolen Stil, richtig coolen Grafikstil. War aber doch schon ein recht hartes Ding. Auf den Nachfolger muss man noch ein bisschen warten. Jetzt gibt es aber ein Spiel, das optisch sehr an Hollow Knight erinnert, auch von der Stimmung her. Das ist Gleamlight und das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist ziemlich neu. Also diese Woche hier, ich glaube 19.8. oder irgendwann war der Release. Drücke A. Spiel starten. Ich hatte es mal kurz angezockt, aber wenn man hier Spielstand löschen, wenn man das von Anfang an. Also ich habe wirklich nicht viel gemacht. A. Spiel starten. Spielstand löschen. Ja, okay. Ja, Abenteuer starten. Ihr werdet es gleich merken. Also es erinnert doch schon sehr an Hollow Knight. Hier ist ein Schwert. Und passt mal auf, was da für eine Figur jetzt kommt. Bam. Also dieses Schwert ist wohl was ganz Spezielles. Schaut euch diese Figur an. An wen erinnert die euch? Also wenn ihr Masters of the Universe kennt, dann ist es mal ganz klar, das ist Orko. Oder? Jetzt mal kein Witz. Das ist er. Das ist Orko. Die ganze Welt hier ist anscheinend irgendwie aus Glas oder Kristall. Ich kann alles kurz und klein wemsen. Storytechnisch, ich habe überhaupt keinen Plan. Da wird mit Sicherheit irgendwas mal erklärt werden. Ich bin jetzt auch nur so ein paar Schrittchen weit gegangen. Ihr hört es auch am Zerdeppern. Ich bin wie der Elefant im Porzellanladen. Wer im Glashaus sitzt, der hat die beste Aussicht. Oder wer im Steinhaus sitzt, sollte nicht mit Gläsern werfen. Okay, jetzt müssen wir gucken, da unten sind Stacheln. Muss ich mir jetzt nicht unbedingt mit diesen Jungs anlegen. Ah, oder vielleicht muss ich die doch rasieren. Komm jetzt her. Ja genau, da ist nämlich was. Das war gut. Bam. Diese, ich sag jetzt mal, Ampeln, Lichter da, die muss man, glaube ich, zerstören. Das, ja genau, seht ihr, da ist hier das Tor aufgegangen. Man bekommt hier wirklich wenig erklärt. Das war für mich auch so ein bisschen der Grund, warum ich mal aufgehört hatte, Hollow Knight zu spielen. Es ist ein super tolles, sehr schönes, ja fast schon, das war echt nicht gut. Nein! Innovatives Spiel. Aber man bekommt da doch nicht wirklich viel erklärt, was man da jetzt gerade machen muss. Das ist hier ziemlich genau so. Ich habe mir mal ein paar Kritiken durchgelesen. Und da muss ich sagen, bei den Metascores schneidet das Ding nicht so gut ab. Der Grund ist, es bekommt einiges an Hate, weil es eben so Rip-Off-mäßig ist, also zu Hollow Knight. Viele gesagt haben, die es noch nicht mal gespielt haben, die schon gesagt haben, das ist Mist. Rip-Off, geklaut. Da muss ich persönlich sagen, einerseits, ja, da habt ihr schon recht. Ah, da oben muss ich hin. Da habt ihr schon recht. Andererseits, wenn ich jetzt so ein Die Hard, nein, da unten sind ja nicht Drachen. Wenn ich jetzt so ein Die Hard Hollow Knight Fan wäre und ich warte
sehnsüchtig auf die Fortsetzung. Ja? Und dann kommt da so ein Team daher, was ein Spiel macht, was eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, genauso ist, aber dass es einfach so trifft, denke ich mir doch, das ist doch super. Das verkürzt mir persönlich durch die Wartezeit auf das neue Hollow Knight. Also habe ich da eigentlich nicht so wirklich die Probleme damit, dass dieses Spiel diese diesen Stil des dieses Hollow Knights, dieses Kult-Spiels hat. Oder schreibt mal in die Kommentare, also findet ihr das jetzt wirklich furchtbar, dass das so ist? Bisher, wenn ich jetzt... Ich hätte aber doch schon gern so ein bisschen Lore jetzt langsam. Wo dann mal gesagt wird hier, was da abgeht. Also man bekommt eigentlich nur mit, dass irgendwie dieses Schwert da eine recht besondere Geschichte ist. Alles aus Glas ist, warum, weshalb, das alles, noch keine Ahnung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man vielleicht auch gar nicht so viel erfahren wird. Je öfter man die trifft, desto dunkler werden sie. Wenn die mich treffen, geht, so wie ich das sehe, diese Lichtenergie auf die über. Also könnte man theoretisch, wenn einmal ihr den Gegner trefft und er dann euch wieder, könnte so ein Duell auch ewig gehen. Hüpfen wir mal da hoch. Ja, geil. Das habe ich mir das nicht vorgestellt. Jetzt schieß mal den Kram da runter. Oh, ich habe nicht das Knöpfchen gefunden. An sich sieht es sehr nett aus. Ich würde auch sagen, dass wenn es Hollow Knight nicht gäbe, dem Spiel mehr Achtsamkeit, sagt man das so, dass sich dieses Spiel mehr Leute anschauen würden, es vielleicht auch mehr schätzen würden. Aber damit muss man halt einfach rechnen, wenn man so dreist klaut. So, und the next step. Also bis zu diesem Zeitpunkt hier ist natürlich schwierig, was zu sagen, ne? Denn wie gesagt, es passiert noch nicht so viel, außer dass ich hier gerade baden gehe. Was kommt noch so demnächst raus? Tsubasa Ozora.
Das Fußballspiel. Nein. Zur damals herausragenden Trickserie. Jetzt bin ich tot. Weil zu viel Stacheln. Und zu schwer. Was kann ich sagen? Werde ich es weiterspielen? Es kostet. Was kostet es? Ich glaube 13,99. Muss man sich überlegen, ob es einem das wert ist. Oder ob man sagt, nee. Ich werde mein gesamtes Geld in das Tsubasa-Spiel stecken. Kann man natürlich machen. Oh, wieder tot. Ich hab's doch schon aktiviert, Mann. Oder man steckt es in Vampire Wars. Immortal Realms. Haben wir hier ja auch. Spiel. Mag ich sehr gern. So, das Kapitel haben wir jetzt auch hinter uns gebracht. Versuchen wir natürlich erstmal alle wegzulatzen, damit wir ein bisschen freie Bahn haben. Gut. Hier unten ist ein. Ah, okay. Gut. Können wir da runter? Jo. Was ist mit dir, Kollege? Vielleicht eine Andeutung, dass mal jetzt langsam was passiert. So. Storytechnisch. Wäre ja nicht verkehrt. Bin auch ultra nervig. Erschrocken. Nee, weiß ich, was du vorhast. Sehr gut. Hep. Nicht rüber. Okay, gehen wir mal da hoch. Da kann ich jetzt auf jeden Fall zerschlagen, bringt mich aber nicht weiter. Wir müssen auch mal wieder mehr zocken halt einfach. Es kommen aber auch immer noch richtig, richtig gute Spiele raus, oder? Also ich meine, da war Last of Us 2. Konnte ich jetzt leider nicht spielen, da keine PlayStation. Ghost of Tsushima kam raus. Auch ein gutes Spiel geworden. Auch das kann ich nicht spielen, weil keine PlayStation. Dann kommen dann immer die Leute, warum hast du keine PlayStation? Warum hast du eine Xbox? Oh, weil ich keine Ahnung habe. Wahrscheinlich. Nee. Das liegt einfach daran. Ich hatte, ich muss vielleicht da hoch. Ich hatte mal eine PlayStation 4. Ich hatte auch eine PlayStation, nein. PlayStation 1, PlayStation 2 habe ich wieder. Aber ich fühle mich momentan irgendwie im Xbox-Kosmos doch ein bisschen wohler. Jetzt frage ich mich aber nur, wie ich hier hochkommen soll. Das ist gerade ein bisschen mein großes Problem. Muss ich da zurück und vielleicht weiter oben? Weiter oben durchkommen? Nee, war eigentlich schon
War eigentlich schon okay. Irgendwo liegt die Wahrheit in diesen Gläsern. Ich will nochmal da hinten runter. Aber da ist eigentlich die Tür, wo wir eben dieses Stück finden müssen zum Zerstören, damit die aufgeht. Dieses rote Teil. Ich nehme eigentlich an, dass es nach oben geht. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Fähigkeit momentan, außer ein Schwert drauf zu knüppeln. Kein Doppelsprung, kein Nix. Kommen wir denn da jetzt? Kommen wir denn da jetzt hoch? Bringt jetzt nichts, da wild hin und her zu laufen, würde ich sagen. Aber der müsste das doch. Na, wenn man auf den Knopf drücken würde. Ja. Das habe ich ein paar Mal nicht geschafft, aber habe ich aufgegeben. War doch gar keinen Aufstand. Okay, jetzt kommen wir hier nämlich auch rüber. Diese fliegende Glasschlange wegpulverisieren. Oh, come on. Hep. Geschafft. Darüber. Darüber. Oh, wisst ihr, was ich mir gekauft habe? Zumba. Kein Scheiß. Zumba für die Nintendo Switch. Und ganz ehrlich, das macht richtig viel Spaß. Ist unvorstellbar anstrengend. Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Und ich habe es nicht bereut. Ich habe so einen Bericht gesehen, da hat eine Dame, die eigentlich immer ganz gerne ins Fitnessstudio gegangen ist und dort halt Zumba-Kurse besucht hat, die natürlich halt wegen der Lockdown-Geschichte dann ja da auch eher eingeschränkt war, was das anging, und die hat sich das auch zugelegt. War ich ganz glücklich. Sie hat gesagt, na gut, natürlich, du hast hier natürlich nicht die Möglichkeit mit deinen Freunden diese Kurse zu machen. Aber besser als nix halt, ne? Du hast Leute, die dir es halt vormachen, vordancen. Was haltet ihr denn eigentlich von solchen Fitness-Sachen? Ich hatte auch mal das Wii Balance Board früher gehabt. Das fand ich auch überraschend gut. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der ins Fitnessstudio geht, wie man aussieht. Nee, man kann eigentlich auch zu Hause trainieren. Aber ich verstehe es dann halt auch, wenn man dann trainieren, wenn keiner da ist, der einen irgendwie ein bisschen fordert, der vor einem steht. Und wenn man dann durch solche Dinge das machen kann, ist doch auch gut. Aber es war wirklich anstrengend. Und ich habe mich gut gefühlt. Also ich werde es jetzt auch ein paar Mal öfter noch machen. Es dümpelt so vor sich hin. So ähnlich wie der Soundtrack halt hier. Ich will jetzt nicht sagen, dass es kein schönes Spiel ist. Aber
möchte halt eben schon gerne mal wissen, warum ich hier bin. Wie wichtig ist euch Story? Ich meine, du hast ja jetzt hier noch nicht mal den Punkt, wo du sagst, na gut, ich level jetzt halt. Ich level jetzt halt gerade. Das hast du ja jetzt auch nicht. Man sagt ja, ist die Story nicht ganz so wichtig. Aber ich kann halt leveln. Es gibt ja die Grind-Fans. Hier bist du jetzt einfach nur so am durch. Durchmarschieren. Oh, ein neuer Gegner. Hallo. Ah. Ah. Und jetzt der Typ, der sieht doch aus wie Orko. Aber haargenau. Wäre natürlich ein geiler Twist, wenn man dieses Spiel zu Ende spielt. Und das Schwert von Grayskull ist, was er hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Wäre aber schön. Frage ist, hat man halt wirklich bewusst den Look von Orko geklaut? Dann die spitzen Ohren, dieser Bart, der Mundschutz, das schwarze Gesicht. So, für also mal in der nächsten Halle, ne? Das ist halt nicht mal so eine Vorgeschichte. Der König der Kristalle. Bart einen einzigen Krieger. Oh! Oh lala! Oh lala! Ein Endgegner, was tut er wohl? Ah! Ja, ja, ist ja cool. Super. Trifft mich halt auch immer wieder und dann kriegt er die ganze Energie wieder zurück. Ah, so. Ja. Kommt er wieder? Ja. Ah, verdammt, das ist halt absolut nicht smart. Der muss weiter. Weiter da hinten stehen. Ich glaube, hier ist ganz gut. Da kann ich den erwischen. Und dann da hoch. Okay. Probieren wir es mal so, wieder vorlocken. Ah, verdammt. Jetzt ist er nicht gesprungen, mein Kollege. Jetzt hat es mich, glaube ich, erwischt. Strategie war nicht schlecht, aber der ist eben nicht gesprungen. Holen wir uns erneut das Schwert von Grayskull. Da ist er. Ist der eigentlich auch aus Glas? Möchte man eigentlich nur jede Menge Steine. Ich komme wieder nicht hoch, weil er nicht springt an der Stelle. Springt nicht hoch! Nee, ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Ha,
Das fuchst mich. Es fuchst. Ist auch schon recht spät. Dass das keine Ausrede ist. Bock habe ich nämlich auf jeden Fall. Also locken wir ihn ein bisschen weiter hierher, weil ich glaube, auf der Seite komme ich sicherer. Schaut. Sehr gut. Rüberlocken. Überlocken. Das war jetzt halt wieder. Ach man, will ich so. Passieren dann halt die Fehler. Aber ich bin gespannt. Das könnte ja theoretisch sein. Dass wenn wir den knallen. Das mal. Ah. Oh, und jetzt. Jetzt gleich. Fast schon wieder versammelt. Also wenn wir den knallen, dass dann vielleicht endlich mal was preisgegeben wird über diese Welt. Das dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein, nur habe ich mich halt einfach. Gut, wenn man da mal verreckt beim ersten Mal, wenn man was rausfinden muss. Das war's schon. Okay, weiter geht's. Das war jetzt eigentlich recht unspektakulär. Was hier jetzt? Ah, jetzt kommen wir da nicht weiter. Jetzt da oben lang. Nope. Oh, nope. Vielleicht. Nee, da komme ich ja her. Au. Was hab ich gemacht? Er kommt da. Den wegmachen. Ich habe jetzt so eine. Verstehe. Kann durch die durchgleiten jetzt. Diese, ja, super. Da war auch keiner einem erklärt, dass ich das jetzt habe. Vorhin habe ich nämlich extra auf diesen Knopf, wenn ich jetzt auf L drücke. Aber kann ich jetzt auch nicht endlos machen, oder was? Vorhin habe ich da nämlich mal auf L drauf gedrückt und da ist gar nichts passiert. Nix. Die haben sie ganz tückisch platziert. Ah, jetzt kommt der Stachelkäfer noch. Ich weiß nicht, was ich euch jetzt dazu sagen soll. Ich meine, ich habe es nicht testmäßig jetzt gespielt. Ihr seid da mit mir quasi dabei am fast erst erkunden. Ihr seht genau das, was ich sehe.
Und da muss ich im Moment sagen, es sieht sehr schön aus. Es hat einen gewissen Charme, aber ich weiß noch nicht, was es von mir will. Aua. Das passiert. Ich weiß noch nicht, was es von mir will, dieses Spiel. Runter. Das war eine Edelsteinmotte. Ah, das ist gut, das zu finden. Achtung! Achtung! So, die bombt. Nein, ich bin in die Stacheln rein. Ich muss jetzt gar nicht weiterkämpfen. Geht einfach weiter. Ein neuer Endgegner? Was? Nee. Kein neuer Endgegner. Geil. Haha. What the? Yeah. Du mich auch hier. Das ist ein bisschen düsterer hier. Hat er eigentlich gehofft, dass es vielleicht ein bisschen liebenswürdiger wird? Oh, ich kann das auch in der Luft. Das passt mir ganz gut. Das war blöd. Probiere ich nochmal kurz und dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Es ist anscheinend kein Metroidvania, was ich gedacht hätte. Also es geht eigentlich wirklich hier von Raum zu Raum. Ja, das ist ein bisschen schade, wenn man nicht sieht, wo man hinhüpfen kann. Ich habe keine Lust mehr. Das, ja, das war's. Dreamlight. Was haltet ihr davon? Ich weiß es tatsächlich nur nicht. Bock habe ich schon drauf, da mir der ganze Stil gefällt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass gar nicht so viel Story verraten wird da drin. Das wäre ein dickes Minus für mich. Dann, ja, würde es mich freuen, wenn wir uns treffen. Lasst doch ein Abo, ein Like da, das wäre super. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Spiel so haltet. Ob ihr sagt, nee, das geht nicht. So dreist kann man es in Hollow Knight nicht kopieren. Kann ja sein. Dann war es das für dieses Mal Lost Zockers. Und es wird bald noch ein bisschen mehr gespielt neben den ganzen Film- und Serien-Reviews. Also haut rein, bis dann, ciao!